Ja, vielen Dank, Frau Dernbach. Es ist immer wieder erstaunlich, wie bekannt oder wenig bekannt das Thema Wässerwiesen ist. Und das ist nicht nur hier in der Stadt so, das ist bei unserem Land das gleiche Phänomen, dass das eigentlich erst durch die zurückliegenden Pressemeldungen über die erfolgreichen Bewerbungen Kulturerbe in Bayern, Kulturerbe immaterielles Kulturerbe in Bayern, immaterielles Kulturerbe Deutschland ein bisschen größeren Kreis erfahren hat. Um Ihnen jetzt das Thema ein bisschen näher zu bringen, wollen meine Kollegin und ich das Thema in drei Teilen hier heute präsentieren. Und das wäre zunächst mein erster Beitrag, wo ich Ihnen ein bisschen den Begriff erläutern will, die geschichtlichen Hintergründe, die technischen Details und Gemeinsamkeiten, regionale Gemeinsamkeiten, technische Unterschiede und so weiter. Meine Kollegin wird dann zu den Ökosystemleistungen, zu den Leistungen aus den traditionellen Wässern berichten, Leistungen, die über den landwirtschaftlichen Nutzen hinausgehen, die aber gerade das Thema Nachhaltigkeit ist ja Thema der Ringvorlesung, gerade in diesem Hinblick und im Hinblick auf die Klimaveränderungen und damit zusammenhängende Herausforderungen eine wichtige Rolle spielen. Und zu guter Letzt werde ich Ihnen ein Beispiel der Bemühungen um den Erhalt dieser traditionellen Bewässerungen vorstellen. Das Wässerwiesenprojekt, das seit 2017 am Landratsamt Feuchheim angesiedelt ist und sich dort im Wiesental um den Erhalt der dort noch vorhandenen Einrichtungen bemüht. So, zum Thema selbst, was ist traditionelle Bewässerung, ist der weitere Begriff. Unser Beitrag läuft ja unter dem Titel Wiesenwässerung. Traditionelle Bewässerung ist der Oberbegriff. Die Wiesenwässerung ist ein Teil davon. Es gibt natürlich auch die Bewässerung von Sonderkulturen. Aber in unserem Beitrag heute und auch in unserem Projekt beschränken wir uns auf das Bewässern von Grünland. Es ist also eine landwirtschaftliche Bewirtschaftungsmethode. Die Bewässerung findet während der Wachstumsphase des Grases auf der Wiese statt. Und ein charakteristisches Merkmal für diese Bewässerungstechnik ist, dass das Wasser in der Regel aus natürlichen Quellen kommt, aus einem Bach, aus einem Fluss und nicht aus technisch künstlich angelegten Wasserspeichern. Gemeinsam haben alle möglichen Varianten, auf die ich dann noch eingehen werde, immer, dass die Bewässerung in einer Abfolge stattfindet. Es wird Wasser gefasst aus, wie Frau Schrade in dem Film hat es vorhin schon angesprochen, es wird aus einem Auslass, aus einem Fließgewässer zum Beispiel gefasst. Es wird über Zuleitungen, der Begriff Hauptwässergraben ist schon gefallen, wird über Zuleitungen in die Fluren, in die zu bewässerten Flächen geleitet und es wird über Verteilungsgräben in der Fläche verteilt. In der Fläche rieselt das Wasser dann in der Regel in niedriger Höhe und in langsamer Geschwindigkeit dem natürlichen Gefälle des Geländes folgend über die Wiesen, um anschließend dann wieder in Ableitungsgraben zu gehen. Die verschiedenen Varianten, die hier jetzt dargestellt sind und die regional unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen, denen liegt allen dieses Prinzip zugrunde. Ein natürliches Gewässer, ein Hauptwässergraben, der das Wasser abführt und Verteilungsgräben, die es auf der Fläche verteilen. Unterschiede wären jetzt zwischen den beiden oberen Varianten hier die angesprochenen Wasserräder, dort wo ein Fließgewässer sich schon zu stark eingetieft hat, wo es halt keine direkte Ausleitung mehr in die zu hoch gelegenen Fluren möglich ist, wird das Wasser dann über Schöpfräder entnommen. Hangbewässerung links unten dargestellt,
Da hat man einfach den Hauptgraben dann oben an einem Hang. Das Wasser wird überstaut und rieselt dann über den Hang nach unten. Und im Flachland, wo man keinerlei oder nahezu kein Gefälle des natürlichen Geländes hat, ist dann die sogenannte Rückenbewässerung verbreitet. Da werden künstliche Rücken angelegt, die dann das Wasser in die Flächen leiten. Das Wasser rieselt über die Rücken nach unten und wird über die Ausleitungsgräben weggeführt. Warum hat man sich die Mühe denn überhaupt gemacht, diese künstliche Bewässerung zu etablieren? Die Ziele, man muss ja zurückblicken, die traditionelle Bewässerung, in dem Begriff steckt es ja da schon drin, es ist eine sehr alte, traditionelle Bewirtschaftungsmethode, also auch schon in einer Zeit entwickelt, in der die landwirtschaftliche Produktivität von natürlich verfügbaren Düngermitteln abhängig war. Also was auf einem Acker gewachsen ist, die Nährstoffversorgung konnte nicht wie heute über Kunstdünger erfolgen, sondern musste anderweitig verfügbar gemacht werden. Und das ging in früheren Zeiten ausschließlich über das Vieh. Das heißt, wenn ein Bauer viel Vieh hatte, dann hatte dieses Vieh in der Regel viel Ausscheidungen. Und diese Ausscheidungen konnten als Dünger auf dem Acker ausgebracht werden. Somit stellte die Wiesenbewässerung die Möglichkeit dar, über die Produktivitätssteigerung auf den Wiesen die Anzahl der Kühe zum Beispiel zu steigern, zu erhöhen und damit eben mehr Dünger zu gewinnen, der dann auf den Ackerflächen zu höherem Ertrag führte. Ein begleitender Effekt war dann, dass das Wasser zum Beispiel extreme klimatische oder Witterungssituationen mildern konnte, was wir jetzt in den letzten Jahren mehrfach bereits hatten. Extrem trockene, niederschlagsarme Sommer konnten durch diese Möglichkeit auf zusätzliches Wasser zurückzugreifen gemildert werden. Das Gleiche gilt für Hitzeperioden. Dem ganzen Prinzip liegt also so eine Weisheit aus der Landwirtschaft. Die Quelle ist anonym. Die Wiese ist die Mutter des Ackers. Also das, was auf der Wiese produziert wird, führte automatisch zu positiven, zu verstärkenden Auswirkungen auf dem Acker. Das waren dann neben der Befeuchtung vor allen Dingen die Düngewirkung durch das Wässerwasser. Es kamen also Schwebstoffe aus dem zugeführten Wasser auf die Flächen. Die sogenannte Kolmation oder Kolmatierung, das Sedimentieren von Feinst- und Feinmaterial aus dem Fließgewässer auf den Flächen, führt zu einer Bodenverdichtung zum einen. Das ist dann positiv zu sehen, wenn es in der Regel durchlässige Böden sind, sandig-kiesige Böden, die dann durchaus profitieren von Feinmaterial, was sich in die Zwischenräume einlagert und dadurch das Wasser länger hält. Aber zum anderen natürlich auch dieses sedimentierte Material bringt Dünger in den Boden. Es bringt die Grundstoffe für eine Bodenbildung in die eigentlich ja für eine Bodenbildung nicht geeigneten Rohböden, die in den Flussauen zunächst mal vorhanden sind. Die Bodenerwärmung ist ein Effekt. In der Regel ist im Winter und im zeitigen Frühjahr die Luft- und Bodentemperatur niedriger als das Wasser, das in einem Fließgewässer sich bewegt. Wenn man dieses Wasser auf die Flächen bringt, hat es eine erwärmende Wirkung auf den Boden. Die Schädlingsbekämpfung auch etwas, was als begleitender Effekt immer von Vorteil war. Regenwürmer, Mäuse wurden aus dem Boden getrieben. Und man kennt es, gelegentlich kann man es jetzt noch sehen, die von Störchen dann zum Beispiel gerne als Nahrung genommen. Ein kurzer Blick in die Geschichte. Die im Moment so in den Medien präsente traditionelle Bewässerung ist weder ein modernes, ist auch kein europäisches Phänomen. Das ist eine Geschichte, die auf der ganzen Welt seit vielen, teilweise seit Jahrtausenden
präsent war und sich immer weiterentwickelt hat. Für unseren europäischen Raum sind die ersten Zeugnisse aus der Jungsteinzeit bekannt, also aus dem südosteuropäischen Raum der Walachei, Bulgarien, Rumänien, aus Andalusien und aus Südfrankreich auch schon seit der Bronze- oder Eisenzeit erste Hinweise und Belege für damalige Wässerungsstrukturen. Bei uns in der Region, in Nürnberg, der älteste Beleg von 1547, die Reichelsdorfer, der Wässerwiesenbrief der Reichelsdorfer. Für das Wiesental gibt es ähnliches Dokument, den Wässerungsbrief von Pretzfeld von 1437. Und die Wasserräder in Ebermannstadt ebenfalls aus der Zeit Mitte des 15. Jahrhunderts, erste Erwähnung. Diese Zeit, 15. Jahrhundert, war auch eine wichtige Zeit im Hinblick auf die Entwicklung der traditionellen Bewässerung über die Jahrhunderte. Es gibt, zurück betrachtet, zwei Blütezeiten, die die traditionelle Bewässerung erlebt hat. Das ist zum einen das Hauptmittelalter, 12. bis 14. Jahrhundert etwa. Das bezeichnen wir auch als die goldene Zeit der traditionellen Bewässerung. Das sind die Zeiträume, wo ein günstiges Klima geherrscht hat, wo ein Bevölkerungswachstum geherrscht hat, wo die Menschen Bevölkerungszahl in Deutschland ums Dreifache gestiegen ist. Dort hat natürlich die Bewässerung auch ihren großen Vorteil ausgespielt, indem sie die Produktivität gesteigert hat. Es war notwendig, mehr Lebensmittel zu produzieren, und das kam dort zum Einsatz. Die zweite Phase dann im 19. Jahrhundert. Da hat es das war eine stärker von der Technisierung geprägte Phase. Der sogenannte Kunstwiesenbau wurde da gefördert. Man hat also Wiesenbaumeister ausgebildet, die vermittelt haben, wie man eine Wässerwiese anlegt, wie man vor allen Dingen diese technisch sehr anspruchsvolle Rückenbewässerung baut und unterhält. Es ist hier vielleicht auch wichtig anzumerken, die eine besondere Eigenschaft, eine begleitende Eigenschaft der traditionellen Bewässerung ist, dass die nicht der einzelne Bauer für sich praktizieren konnte, sondern dass das aufgrund der Eigenschaften, dass das Wässern von Flurstücken über die Flurgrenzen hinweg geht, sich nicht an Grenzen hält, und dass die Einrichtung und der Unterhalt von solchen Wässerungseinrichtungen sehr arbeits- und kostenintensiv ist, hat sich zwangsläufig daraus ergeben, dass das nur als gemeinschaftliche Leistung erbracht werden konnte. Daraus resultierend haben sich dann Wässergemeinschaften, Genossenschaften, vor allen Dingen bei uns in der Region, und Wässerverbände gebildet, die ihre Tätigkeit auch klar definiert haben und auch, um Streitigkeiten zu verhindern, sogenannte Wässerordnungen formuliert haben, in denen ganz klar festgelegt habe, welches Mitglied der Genossenschaft wann wie viel Wasser bekommt. In Europa, die Verbreitung der traditionellen Bewässerung ist in der Karte dargestellt. Da sei mal der Name von Christian Leibungut und der Ingeborg von der Straß erwähnt, zwei Wissenschaftler, die seit Jahrzehnten sich um die Erfassung von Wässerungen in ganz Europa bemühen und Standardwerk publiziert haben 2015 unter dem Titel Traditionelle Bewässerung, ein Kulturerbe Europas, aus dem auch diese Karte hier stammt. Das zeigt jetzt, ohne da auf Details einzugehen, einfach geografische Ausdehnung wirklich vom äußersten Westen bis in den Osten Europas, vom Norden bis zur Südspitze Italiens, farbig nur dargestellt, sind unterschiedliche Techniken immer angepasst an die jeweiligen geografischen Bedingungen.
Und zwar unterscheiden die Autoren vier Grundtypen für Mitteleuropa. Das wäre zum einen das Hochgebirge, in dem zum Teil aus Gletscherschmelzwasser das Wässerwasser gewonnen wird und dann über sehr, sehr anspruchsvolle an den Hang gebaute Leitungen dann zu bewässernden Flächen geleitet wird. Daneben in den Mittelgebirgen die unter Nummer zwei die Hangbewässerung, hatte ich vorhin in dem Schema schon gezeigt, wo das Wasser eben aufgestaut und im Hang geleitet wird. Vorland der Mittelgebirge, das wäre dann so unsere Region Wiesental, wo die Staugrabenberieselung, wie man es vorhin in dem Film auch gut sehen konnte, praktiziert wird. Und dann in den Flachländern die Rückenbewässerung, die ich vorhin im Schema auch schon gezeigt hatte. In Deutschland in diesem Jahrhundert lässt sich die große Verbreitung der traditionellen Bewässerung ganz gut in der Karte von 1937 wurde die erstellt erkennen. Also da hat vor allen Dingen in Bayern und ganz im Südwesten Baden einen großen Anteil an bewässerten Flächen. Und daraus sind bis heute noch drei Regionen übrig geblieben. In der Pfalz die Gweichwiesen, in Baden-Württemberg die Elswiesen und bei uns in Bayern diese Region, die sich zwischen Schwabach bis Forchheim erstreckt, wo heute noch rezente Wässerungen anzutreffen sind. Der Niedergang wurde im 20. Jahrhundert, etwa Mitte des 20. Jahrhunderts, eingeleitet, etwa nach dem Zweiten Weltkrieg ging es rapide bergab, vor allen Dingen dort, wo kein Wassermangel herrscht. Dort war die traditionelle Bewässerung schnell obsolet. Sie galt als nicht mehr zeitgemäß und vor allen Dingen teuer und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her als unwirtschaftlich. Die Ursachen waren zwangsläufig die Entwicklungen in der Landwirtschaft, die Entwicklung und Verfügbarkeit von Kunstdüngern und Pestiziden, die technische Aufrüstung, die Ausstattung mit Maschinen. Die Maschinen wurden immer größer. Diese Grabensysteme und Gräben waren natürlich ein Hindernis, um diese Flächen möglichst wirtschaftlich zu bearbeiten mit den großen Maschinen. Der Strukturwandel tat sein Übriges. Immer mehr Betriebe wurden zu Teilzeitbetrieben, die dann oder Nebenerwerbsbetrieben, die dann die Wässerung dann nicht mehr praktizieren konnten, da die viele Zeit, die dafür notwendig war, einfach nicht da war. Der Umbruch Grünland zu Ackerland, der zumindest zeitweise im großen Stil stattfand, weil eben der Gewinn doch höher war, war ein Faktor. Und zuletzt die Begehrlichkeiten von Infrastrukturentwicklungen, Verkehrswege, Industrieflächen, Wohnbau, wirken sich aus. Niedergang ist direkt erkennbar. Ich stelle hier nochmal gegenüber diesen Ausschnitt aus unserer Region hier von 1937 und wie es heute aussieht, also von den diese Kreis- und Quadratgrößen zeigen einfach nur die Flächen, die Größe der bewässerten Flächen. Da ist nicht viel übrig geblieben. Und heute sieht es also so aus, dass wir in Franken etwa 2000 Hektar noch bewässerte Flächen haben. Da wäre zum einen zu nennen das Gebiet im Landkreis Forchheim, das untere Wiesental und ein Teil des Regnitztales. Das sind in Möhrendorf die Wasserräder, die allerdings in erster Linie mehr musealen Charakter haben und zu guter Letzt die Wässerungen in Nürnberg-Schwabach, die etwa 200 Hektar noch bewirtschaften. Heutzutage, die aktuelle Situation ist einfach, dass die traditionelle Bewässerung, das muss man sagen, im großen Stil betrachtet keine nennenswerte Bedeutung mehr für die Landwirtschaft hat. Unabhängig davon, dass sie natürlich praktiziert wird und mit viel Engagement praktiziert wird. Die Bewässerungsanlagen seit
30, 40 Jahren verfallen zunehmend und sind nur noch kleinere örtliche Systeme übrig geblieben. Es ist also notwendig, sich um den Erhalt zu kümmern. Es ist notwendig, das, was vorhanden ist, zu erhalten. Es ist notwendig, das, was Unterstützung bedarf. Die Kosten sind immens, um eine Wässerung, um Stauanlagen zu erneuern, um Grabensysteme zu pflegen und zu erneuern. Und es ist notwendig, dort, wo die Möglichkeit besteht, ruhende Wässerungen, die es immer noch gibt auch, das sind also Flächen, wo die Gräben noch da sind, wo auch Reste der Stauanlagen noch da sind, die zu revitalisieren, wieder ins Leben zu rufen. Dafür gibt es gute Gründe. Da ist zum einen, dass jetzt in der jüngeren Vergangenheit in der Presse kommunizierte Bemühen um Anerkennung des kulturellen Werts, das immaterielle Kulturerbe, das in dieser traditionellen Bewässerung steckt, das jahrhundertealte Wissen, die Kulturlandschaftselemente, die dadurch zustande gekommen sind, machen es wert, sich da zu bemühen. Und letztendlich sind es die bereits angesprochenen Ökosystemleistungen, also diese Effekte, die dann über den Nutzen für die Landwirtschaft hinaus für uns alle von Vorteil sind, machen es wert, sich um den Erhalt zu bemühen. Und damit möchte ich an meine Kollegin übergeben, die Ihnen dazu mehr erzählen wird. So, ja, vielen Dank, Herr Lindacher, für diese thematische Einführung in diese Tradition der traditionellen Wiesenbewässerung. Und jetzt fragt man sich ja, Mensch, jetzt hat man so ein bisschen die Schlagworte Niedergang gehört, der landwirtschaftliche Nutzen ist irgendwie alles zurückgegangen und doch hat das Ganze einen besonderen Wert. Und man muss das Ganze in einem aktuellen Kontext jetzt sehen. Also das sind die Punkte, die ich Ihnen unter diesen Aspekten Ökosystemdienstleistungen nun näher bringen möchte. Diese Abbildung veranschaulicht eigentlich schon mal sehr deutlich, dass die traditionelle Wiesenbewässerung unglaublich viele Synergieeffekte hat. Also zum einen haben wir das gerade angesprochene Kulturerbe, wir haben aber auch den Hochwasserschutz. Wir haben hier Grabensysteme, die natürlich angelegt sind, die funktionieren, die Hochwasserschäden verhindern können. Wir haben Grundwasseranreicherungen, die stattfinden, indem die Wiesen gewässert werden und beispielsweise die Trinkwasserversorgung in Forchheim profitiert von der aktuellen Wiesenbewässerung, die hier immer noch stattfindet. Lebensraum, der geschaffen wird. Wir haben Biotope, wechselfeuchte Verhältnisse. Wir haben eine hohe Artenvielfalt. In den sonst sehr kargen, trockenen Standorten werden Feuchtigkeit und wechselfeuchte Verhältnisse eingebracht. Wir haben hier ganz spezifische Verbundsysteme, die vorliegen. Klimaeffekte durch eine Verdunstung, die durch die Verdunstungskühle, die über den Wässerwiesen entsteht, eine Wohltat gerade an den extremen Hitzetagen darstellt. Ein Landschaftsbild, Sie haben es eben schon auf den Bildern gesehen, auch die Kulissen, die in den Videobeiträgen hier vorhin zu sehen waren. Das ist einfach eine Wohltat, eine Erholung. Die Bodenaktivität wird durch die Wasserverfügbarkeit erhöht. Und so hat man im Großen und Ganzen hier schon mal einen großen Mehrwert. Und das schauen wir uns noch mal genauer an. Wenn man sich die Bodengütekarte mit den Ertragszahlen des Gebietes im Landkreis Forchheim beispielsweise heranzieht, so fällt auf, dass gerade diese Talbereiche des Wiesentals sehr, sehr hohe Ertragszahlen zeigen. Also wir haben hier sehr gute Ertragszahlen je Hektar von 80 bis 100 fast, was damit einfach zusammenhängt, dass wir hier eine jahrhundertealte und lange Tradition haben, die Schwebstoffe akkumuliert hat, die Bodenbildung gefördert hat. Wir haben darunter in dem Bereich einen 15 bis 20 Meter mächtigen Quartär-Schotterkörper liegen. Wir haben hier von Grund auf gesagt, eigentlich keine gute Wasserverfügbarkeit. Aber
Die Wiesenbewässerung trägt dazu bei, dass wir hier Wasseranreicherungen haben, dass Stoffe akkumulieren, dass durch die bodenbildenden Faktoren gute Humusschichten gebildet werden und die Ertragszahlen für die Landwirtschaft sehr, sehr gut sind, wie sich in dieser Karte sehen lässt. Wir sind ja hier in der Veranstaltung Wasser ist Leben. Und wenn man sich jetzt den Wasserkreislauf mal anschaut und das Bild eigentlich im Hintergrund dazu betrachtet, dann sieht man eigentlich sehr deutlich die Faktoren, die ich eben schon genannt habe, dass man hier einerseits durch den Niederschlag hat man die Versickerung und die Grundwasseranreicherung, aber durch das Aufstauen des Wassers aus dem Vorfluter über die Hauptwässergräben und die feingliedrigen Strukturen hält man das Wasser in der Landschaft. Ganz spannend ist in dem Kontext eigentlich, wenn man sich überlegt, alle sprechen immer von der Schwammstadt und wenn man sich das eigentlich mit der traditionellen Wiesenbewässerung anschaut, dann haben wir hier eine Schwammlandschaft. Also das ist etwas, wo man eigentlich anhand dieses Schlagwortes sehr gut sich vorstellen kann, was für Mehrwerte die traditionelle Wiesenbewässerung eigentlich im aktuellen Klimawandelkontext für einen Mehrwert bringt. Die linke Abbildung zeigt auch sehr deutlich, wenn wir Starkniederschlagsereignisse haben, die unsere Vorfluter stark beanspruchen. Und wir haben hier eine feingliedrige Wasserinfrastruktur. Die kann solche Abflussspitzen sehr gut abfangen, sodass hinterher ein gedämpfter Abfluss rauskommt. Ich finde, diese Abbildung verdeutlicht das sehr gut. Und man hat auch schon Messungen in der Schweiz. Wir sind da sehr gut vernetzt über den Beirat der traditionellen Wiesenbewässerung. Hat man die Ergebnisse erzielt, infolge von Bewässerung ist der Grundwasserspiegel gestiegen und man hat die Quellschüttungen und die Trinkwasserversorgung, die daran gekoppelt sind, genauer beobachtet. Und so sieht man hier sehr deutlich auch die Synergieeffekte, von denen ich eben schon gesprochen habe auch. Wir sind ja hier an der Technischen Hochschule und diese Abbildung zeigt sehr deutlich, dass diese traditionelle Bewässerung eigentlich ja, eine halbnatürliche Grundwasseranreicherung bewirkt. Also wir haben hier vor allem eine naturnahe Grundwasseranreicherung, wohingegen auf der anderen Seite häufig bei Grundwasseranreicherungen, da hat man verschiedene Rigolsysteme, man hat Versickerungsgruben, Schluckbrunnen, die doch sehr technisch sind, hochtechnisch, sehr kostenintensiv. Und demgegenüber haben wir unsere Wässerwiesen mit den einfachsten Schützen, die energieneutral mit der Schwerkraft funktionierend genauso prinzipiell funktionieren können. Also das ist eigentlich ja, etwas sehr Schönes, was auch dazu beiträgt. Wir haben bei der traditionellen Wiesenbewässerung eine langsame Infiltration und Anreicherung des Wassers im Grundwasserkörper. In unserem Landkreis haben im Rahmen der Projektlaufzeit auch Untersuchungen stattgefunden, dass man geschaut hat, wie viel Schwebstoffe sind denn eigentlich bei einer traditionellen Bewässerung rausgefiltert worden. Und es sind 80% der Schwebstoffe gewesen, die sich hier akkumuliert haben. Und wenn man jetzt nochmal die Bodenkarte von eben, Bodengütekarte sich in Erinnerung ruft, ist das nicht verwunderlich und es passt sehr gut zusammen. Das Projekt der traditionellen Wiesenbewässerung bei uns im Landkreis ist ein Naturschutzprojekt. Es wird gefördert vom Bayerischen Naturschutzfonds. Mein Kollege wird das gleich noch mal genauer erläutern, welche Inhalte mit dem Projekt genauer zusammenhängen. Aber hier vorab schon mal ein kleiner Ausschnitt, der zeigt, wir haben in dieser Projektkulisse der Wässerwiesen sehr viele Schutzgebiete. Wir haben hier Bereiche, gerade was die Wiesenbrüterkulissen beispielsweise angeht. Wir haben hier rote Listearten, die unser Gebiet besonders machen und hier vor allem Erhaltungsmaßnahmen, strukturelle Erhaltungsmaßnahmen notwendig machen. Also
Wir schauen einerseits, dass diese traditionelle Wiesenbewässerung erhalten bleibt. Aber auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel auch ein Grünlandprogramm, ein Managementprogramm, das mit den Landwirten in den Austausch gegangen wird, mit den Naturschutzbehörden gemeinsam geschaut wird, wie können Markttermine angepasst werden, um die Artenvielfalt, die Biodiversität in dem Verbund zu fördern und zu stabilisieren. Und last but not least zu meinem Abschnitt der Nachhaltigkeit, eine Ringvorlesung zur Nachhaltigkeit. Schauen wir uns das doch nochmal an. Die traditionelle Wiesenbewässerung, die ganz genau in diese 17 SDGs reinpasst, Sustainable Development Goals. Insbesondere habe ich hier die Punkte, das Ziel Nummer 6, 13, 15 und 17 rausgesucht. Ziel Nummer 6, Grundwasseranreicherung und Trinkwasserversorgung wird durch die traditionelle Wiesenbewässerung beispielsweise bedient. Auch gerade bei dem Ziel Nummer 13 mit den Maßnahmen zum Klimaschutz. Wir haben eine Bewässerung, dass die Erträge überhaupt erhalten werden können. Wir haben den Hochwasserschutz, die benannte Schwammlandschaft und wir haben auch die Kohlenstoffsenke. Durch diese hohe Bodenaktivität, durch die stärkere Vegetationszeit haben wir hier eine Kohlenstofffixierung auch in der Fläche, die wiederum unserem Klima zugutekommt. Wir haben die Biodiversität und die Artenvielfalt, die in unseren Landschaften erhalten bleibt. Und zuletzt das Genossenschaftliche und auch die Tradition, die in der Zukunft weitergeführt werden soll. Es gibt jetzt, das ist jetzt vor 14 Tagen in der Schweiz eröffnet worden, das internationale Zentrum der traditionellen Bewässerung in Europa. Daran sind wir hier auch beteiligt als Region Franken, um uns hier auszutauschen, zu vernetzen, damit diese Kultur mit allen Herausforderungen, die sie auch bietet, am Leben erhalten bleibt und nachhaltig erhalten bleibt. Vielen Dank. So, ich hatte ja am Ende meines Teils ja schon die Notwendigkeit erwähnt, um den Erhalt und die Instandsetzung zu unterstützen. Ich möchte jetzt Ihnen an einem Beispiel, nämlich am Beispiel unseres Wässerwiesenprojekts, dem Wässerwiesenprojekt im Landkreis Forchheim, dessen offizieller Titel auch Erhalt der traditionellen Bewässerung im Wiesental im Forchheimer Land heißt, vorstellen. Ein paar Eckdaten zum Projekt. Das Ganze wurde 2017 ins Leben gerufen. Der Erhalt der traditionellen Wiesenbewässerung ist das Ziel, im Zusammenhang damit auch die von der Kollegin erwähnten Systemleistungen zu erhalten und für die Zukunft zu sichern, nämlich sondern unter anderem auch die Optimierung der Lebensräume im Fokus und zuletzt auch Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um das Thema eben größeren Kreisen näher zu bringen. Welcher Wert da in dieser etwas altbacken daherkommenden Bewirtschaftungsform letztendlich steckt. Unser Projektgebiet liegt im Landkreis Forchheim, ist knapp 2000 Hektar groß. Wir haben noch 240 Hektar aktiv bewässerte Wiesen dort. Und was mindestens genauso wichtig ist, wir haben etwa 140 Hektar ruhende Wässerungen. Das sind also Wässerungen, die seit etwa 30, 40 Jahren nicht mehr aktiv waren, die aber als Genossenschaft noch existieren. Und was ein ganz wichtiger Aspekt ist, damit das Wasserrecht, das Recht, Wasser aus einem Gewässer zu entnehmen und auf diese Wiesen zu leiten, noch besitzen. Und daneben haben wir noch 67 Hektar, die interessiert wären. Die Unterstützungsmaßnahmen seien hier kurz vorgestellt. Es fängt an mit der Grabenpflege, eine sehr arbeitsintensive Maßnahme, da nämlich die Grabenpflege von der Umsetzung her
den Naturschutzanforderungen genügen muss. Das heißt, die Gräben dürfen nicht gemulcht werden oder anderweitig mit großen Maschinen bearbeitet, sondern die müssen in Handmaht gepflegt werden, um dort nach Möglichkeit die Bewohner, also die Fauna, die in diesen Grabensystemen lebt, nicht zu gefährden. Das macht es zum einen sehr arbeitsaufwendig oder wenn Landwirte, und da haben wir auch ein Problem, dass viele Betriebe von relativ alten Landwirten geführt werden, die diese Arbeiten einfach nicht mehr machen können, die das dann als Dienstleistung vergeben müssen, dann wird es kostenintensiv. Da konnten wir über das Projekt und unterstützt aus einem weiteren Fonds, nämlich den Landschaftspflege- und Naturparklichtlinien, immerhin mit fast 100.000 Euro über 22.000 laufende Meter Grabenpflege unterstützen. Daneben kleinere Ersatzmaßnahmen, die immer wieder anfallen, das sind diese Stauanlagen, die sogenannten Schützen, die zum Teil 60, 80 Jahre alt sind, verrostet sind, die Schütztafeln, diese hölzernen Bretter sind morsch, die Sachen müssen erneuert werden. Dann eine Besonderheit, oben links die Nadeln, die zum sogenannten Nadelwehr bei Kirch-Ehrenbach gehören. Eine ganz besondere Einrichtung, eine Stauvorrichtung, die mittels dieser da im Bild gezeigten hölzernen Dielen, die in den Fluss gesteckt werden, von einem Steg aus, der über den Fluss geht, dazu dienen, dass das Gewässer aufgestaut werden kann. Eine der letzten, die letzte Einrichtung in Süddeutschland und insgesamt in Deutschland gibt es nicht mehr viel von diesen Nadelwehren. Und als unser Hauptwerk, muss man sagen, in den zurückliegenden 5 Jahren war die Erneuerung von einfach nicht mehr reparierbaren Stauanlagen, die hier so in der Übersicht einfach mal dargestellt sind. Wir können unterm Strich, haben wir etwa 400.000 Euro ausgegeben während des zurückliegenden Projekts und konnten damit aber etwa die 240 Hektar aktiv bewirtschaftete Flächen zumindest mittel, ich würde fast sagen langfristig, deren Funktion zumindest sichern. Anderes Problem, das sich jetzt auch in einem hoffentlich folgenden neuen Projekt stellen wird, ist das Weiterführen dieser Wässerung. Nicht jeder landwirtschaftliche Betrieb, wo jetzt ein Wässerer aktiv ist, wird von Kindern übernommen, die das Ganze weiterführen. Also da wird es auf jeden Fall einen Generationswechsel geben und da müssen wir sehen, wie wir das auch unterstützen können, dass wir die Tätigkeit auf jeden Fall erhalten und dass die von anderen Landwirten übernommen wird. Erfolge hat man auch im Zusammenhang mit der Revitalisierung von ruhenden Wässerungen. Wir haben 2 Wässerkulissen wieder, sind zumindest kurz davor, dass die wieder in Betrieb gehen können. Wir haben also wichtige Unterlagen, Wässerverträge und Wässerordnungen aus den Archiven zusammengetragen. Wir haben die Eigentümer angesprochen, haben Informationsveranstaltungen in den Gemeinden abgehalten und jetzt zu guter Letzt auch anwaltliche Beratung hinzugezogen hinsichtlich der Wiederaufnahme des Wässerungsbetriebs. Und da steht jetzt noch aus, dass wir eine Genossenschaftsversammlung einberufen, dass ein neuer Vorstand gewählt wird und dann kann das Ganze wieder in Betrieb gehen. Alle Maßnahmen, wie Frau Schrade hat es ja schon erwähnt, es ist ein Naturschutzprojekt. Deswegen waren alle Maßnahmen auch von Anfang an, es war es vorgesehen, die durch begleitende Untersuchungen hinsichtlich des Erfolgs zu untersuchen. Wir haben 3 Tiergruppen beobachtet, kartiert, also zu Beginn des Projekts und jetzt am Ende des Projekts sind zum einen die wichtige und ja sensible und ja überall im Rückgang begriffene Gruppe der Wiesenbrüter. Dann haben wir die Zikaden und Heuschrecken untersucht und als Vertreter der Grabenbewohner das sogenannte Makrozoobentos. Das sind zusammengefasst kleine Organismen, die als Fischnährtiere in den Gräben leben.
Insgesamt ist das Ergebnis, ja, was die Wiesenbrüder vor allen Dingen betrifft, ernüchternd. Also da ist kein Land in Sicht, dass sich da irgendwas verändert. Durch den Erhalt war jetzt eigentlich auch nicht zu erwarten, dass sich etwas zum Positiven hin verändert, weil wir haben ja im Moment ja noch keine Ausweitung geschafft. Wir haben letztendlich nur den Status quo erhalten. Aber dennoch haben wir einen negativen Trend zu beobachten, der sich aber deckt mit anderen Regionen in Bayern und Deutschland und anderswo. Bei den anderen beiden Gruppen ist es nicht ganz so dramatisch, bis sogar ganz positiv. Das ganze Projekt wurde von Anfang an begleitet durch eine Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben also Printmaterialien, vielleicht gleich der Hinweis oben auf dem Tisch, legt unsere Broschüre und Faltblätter aus, erstellt. Über die Bewerbungen Bayerisches und Bundes immaterielles Kulturerbe war entsprechende Presse auch aktiviert. Wir hatten Auszeichnungen in UN-Dekade Biologische Vielfalt zweimal als eins der, ich glaube als einziges Projekt zweimal erhalten. Und die Presse hat uns kräftig unterstützt. Auch Filmfunk und Fernsehen waren dabei. Bayerische Rundfunk war einige Male da und jetzt zu guter Letzt entsteht gerade ein 45-Minuten-Film in der Reihe Unter unserem Himmel, der Ende dieses Jahres noch fertig werden soll. Auch im Entstehen ist im Moment noch ein Infopoint bei der Gemeinde Pretzfeld, in dem über eine App Besuchern das Thema näher gebracht werden soll, Wanderungen durch die Wässerwiesen vorgeschlagen werden soll und auch ein bisschen der Spieltrieb von großen und kleinen Besuchern angesprochen werden soll. Und ganz am Schluss jetzt nochmal zur Finanzierung des Projekts, ein Naturschutzprojekt, in dem der Hauptanteil 70% oben in der Mitte vom Bayerischen Naturschutzfonds getragen wurde. Also wir haben insgesamt über 800.000 Euro Mittel zur Verfügung gehabt. Und der 70% Naturschutzfonds, 10% Kofinanzierung von der Oberfrankenstiftung, 10% hat der Landkreis Forch eingetragen und 10%, und das war uns ein ganz wichtiges Anliegen von Anfang an, haben sich die im Projektgebiet liegenden Gemeinden geteilt. Und die haben über die 5 Jahre hinweg jeweils ihren der Gemeindefläche im Projektgebiet liegend entsprechenden finanziellen Beitrag geleistet. Und das, fand ich, war eine der größten Anerkennungen, dass das jeder Gemeinderat musste darüber abstimmen. Und jeder Gemeinderat im Projektgebiet hat zugestimmt. Und das fand ich eine tolle Ermutigung und Leistung. So, damit wäre ich auch am Ende und bedanke mich bei Ihnen.